durch. Letzten Tag durchlaufen und bist fertig. Was brauchen wir noch so an elektronischem Gedöns? Elektronisches Gedöns. Ich hätte gerne elektrischen Furnace neben der Smeltery. Für Sachen, genau, die ich nicht smelten kann. Ach so, da war ich. Wie heißt denn der? Da war ich schon dran am Bauen. Okay. Der Reinforced oder welchen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht genau welche. Ich wollte den Reinforced Furnace machen, ja. Achso. Aber ich hab den Blick verloren. Okay. Da brauchst du Reinforced Stone für. Das ist. Ein Calculator? Was? Analysis Chamber. What the fuck? Okay, ich guck mal, was der Calculator ist. Brauchen wir sonst noch irgendwie was? Ich überleg gerade. Also wir haben einen Pulverizer, durch den kann man halt direkt zu einem besseren Furnace irgendwie was hinschicken, denke ich. Also das ist halt so mein Gedanke gewesen, dass man den Pulverizer halt direkt sagen kann, hier, schick das mal da hin. Was ist eigentlich der... So kurz an die Leute, die mich gerade eben beim Cut erwischt haben. Ne? Ich bin jetzt wieder da. Und Minecraft neu gestartet, das heißt, es ruckelt jetzt wahrscheinlich am Anfang ein bisschen, weil gerade alles reinlegt. Und dann, ja, Party ist jetzt wieder an. Ja, ich hoffe, dass ich nicht bewege, dass ich jetzt mit meiner ganzen Apparatur irgendwie zum noch mehr Ruckeln bringe oder sowas. Schlafen gehen? Warum habt ihr denn die Brücke oben zugebaut? Irgendwie zugebaut, was meinst du? Bist du ein Nether? Ja. Du gehst die Treppe hoch. Wo ist deine Treppe? Im Haus. Im Haus, in dem Haus, wo man reinkommt. Ah, okay, gut. Entschuldigung. Dann außen die Treppe nach oben oder unten, je nachdem, wo du kommst. Richtig. Denn ich werde jetzt meine Pickaxe, also ich werde mein Mining-Level damit leveln, dass ich Blazes ins Gesicht schlage. Kommt jemand hin? Wo ist bitte Holz? Ja. Alter, hast du dich erschreckt? What the heck, dude? Chill, bruh. Toads an den neuen Waterhack? Geil. Ja, ich hab immer den neuesten Waterhack. Hast du nicht den Waterhack installiert, Faye? Was ist eigentlich, also auf die rechte Seite ist halt mit Strom alles voll und so weiter. Also, was brauchst du eigentlich auf der linken Seite mit Strom? Der bleibt erstmal so wie er. Der braucht keinen Input, okay, von irgendwas anderem. Den brauche ich später. Okay. Das, was er dann später braucht, ist noch ein, Hadron Collider. Nein, nicht Hadron Collider, sondern Hadron Separator. Ja, sowas wie irgendwie einfach eine Aufladestation für elektrische Geräte. Gibt's sowas hier? Brauchen wir das? Ja, ich glaube, es heißt Charge Pad. Beamer, was alle Angaben ohne Gewehr und auch vielleicht. Oh, Lisa. Einfach nur Charger. Oh Gott. Oh Gott. Nee, Gold. Tut mir leid. So viel Gold haben wir denn dafür. So viel Gold haben wir nicht, meine Freunde. Entschuldige sie. Wir haben noch goldene Münzen in der Kiste, die kann man schmelzen, die sind jeweils ein Nugget wert. Ah, okay. Also okay, wenn ihr es dringend braucht, ne? Also ich habe jetzt erstmal hier die elektrische Gedings und sowas alles aufgebaut und theoretisch könnte ich davon sogar noch eine zweite Zweigstelle theoretisch bauen, aber wir haben ja da hinten noch Sporchies Energieversorgung bei der Quarry, das ist also nicht das Problem. Hier drinnen ist Molten Gold, da kriegen wir 4 Barren draus. In der Smeltery. Nee, aber wenn wir ein anderes elektrisches Zeug haben, einfach hier versuchen, das an die Wand ranzubringen, das ist nicht ganz so cool. Ich hab noch was gefunden, was mein Spiel zu Blacken bringt. Die Geschosse von Blazen, wenn ich nicht drauf achte, dass ich sie schnell umbringe. Oh, okay. Weil, wenn die gerade beim Spawner sind und ein Haufen von denen kommen und alle gleichzeitig ballern, sind so viele Projektile in meinem Gesicht. Ich glaube, mein Minecraft ist damit nicht zufrieden. Wie heißt nochmal der Braustand? Der normale aus Minecraft. Brauerei? Ich glaube. Nein, ja, ich habe gerade BRU eingetippt und da finde ich den nicht.
Nein, er hieß. Dings. Ich hab keine Ahnung. Fuck. Such einfach Blaze Rods und such die Benutzung dafür raus, würde ich sagen. Ja, ich gehe gerade einfach nur die Sachen durch, weil am Anfang kommen ja sowieso die Sachen normal. Oh fuck, das wird viel. Brewing mit BRE, ich hab grad, wollte gerade irgendwie mit U. Achso, du bist nicht dumm, du bist perfekt. Nee. Das würde ich mir nicht. Nee. Hat er gerade mal gesagt, einfach nein. Wie weit sind wir? Oh mein Gott, ich habe erst 75 XP. Hopp. Bam! Und so haben wir auch einen Brauchstand jetzt. Cute! Macht man damit? Oh, ach, Tränke bauen. Also, yeah. Also sowas wie zum Beispiel, wenn wir jetzt eben nochmal Blazes brauchen, können wir da uns einfach an die also Feuerresistenztränke machen. Nice. Heiltränke oder so eine Geschichte. Sehr nice. Das war eine ganz blöde Frage. Haben wir genug Eimer und Lava, dass wir einen Lava-Gen machen, einen Kabel-Gen machen können? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Eimer haben, aber sollten wir das Zeug irgendwie zusammenkriegen. Das ist nämlich, denke ich, für mich ein bisschen angenehmer, als wenn ich mit meiner Spitzhacke im Nether kämpfe. Nein! Warum kämpfst du überhaupt im Nether? Um die Spitzhacke zu leveln, damit ich sie auf Kobalt-Niveau bringen kann, damit wir Kobalt abbauen können. Ja. So, nächstbestes Material und so. Ich werde nicht ganz schlau daraus. Aus Kobalt? Woraus? Nee, aus dem Calculator. Aus Kobalt? Ich schaue die ganze Zeit nach. Aber? Und für. Das Mathearbeit. Um das zu bauen, ja, brauchst du Reinforcement Stone. Aber das Gerät macht das Reinforcement Stone. Und. Das macht keinen Sinn. Du brauchst Wie heißt das Gerät? Das ist so putzig. Der Calculator. Für den Calculator. Um den zu bauen, brauchst du offenbar Reinforced Stone. Aber wir brauchen den Calculator, um Reinforced Stone zu machen. Welchen Calculator? Ich finde eine Menge. Keine Ahnung, welchen er da gerade bauen will. Es ist egal, welcher. Aus welchem Mod? Aus der Mod Calculator. Aus der Mod Calculator habe ich 4 Calculator. Die einfach nur Calculator heißen. Wir haben einen Atomic Calculator, einen Dynamic Calculator. Wir haben einen Advanced Power Cube, wir haben einen normalen Power Cube, warte. Ich finde keinen scheiß normalen Calculator. Ja, das ist mein Problem. Okay, du sagst, du brauchst Reinforced Stone. Das finde ich vielleicht ein bisschen einfacher. Genau. Stone. Ich bin der Meinung, da steht was mit dem Calculator, dass man das vielleicht dafür braucht. Ja. Ich weiß nicht, wie Calculator arbeitet. Kannst du eine Analysekammer bauen? Analysis, an Analyzing Chamber? Dafür brauche ich wie ein Forced Iron Block. Die macht man mit dem Calculator. Nein, die macht man mit Reinforced Iron Bars. Duh. Nee, nein, du brauchst einen Stone Separator. Was machen wir hier? Ein Stone Separator. Was brauchst du nochmal jetzt, Steven? Woran willst du jetzt eigentlich arbeiten? Für den. Für den brauchst du Reinforced. Scheiß die Wand dann. Ich suche jetzt einfach mal nach Calculator. Calculator, ja. Das macht keinen Sinn. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr daran zu arbeiten. Ja, was wolltest du denn nochmal basteln? Ein Calculator. Warte. Ja, nee, warum nochmal den Calculator? Ich bin gerade irgendwie total. Warum den Calculator? Ja, ich hab den Calculator, den du brauchst, du Nase. Wofür brauchten wir jetzt nochmal genau den Reinforced Stone? Das war halt so mein Gedanke, weil ich hab das voll verstanden. Na, willst du denn? Ganz kurz. Tipp unten Calculator ein und mach dann Spacebar. Irgendwie nicht, was? Ne? Ich kann nur einem zuhören. Entschuldigung. Er will einen Calculator aus dem Mod Calculator. Ja, die Frage war, warum brauchen wir den jetzt nochmal? Reinforced Stone. Ja, aber warum brauchen wir das nochmal? Warum war das Reinforced? Ach ja, genau, für den Furnace. Danke. Okay, du gibst uns einen Calculator ein und machst dann ja Spacebar hinten dran.
Siehst du hinten rechts diese kleinen Dinger, die Handheld Calculators? Du brauchst fürs Erste diese Handheld Calculators, die du mit Energie aufladen musst. Energie haben wir genug. Ja, jetzt schon. Max, hast du auch was, mit dem, bei dem du einen Taschenrechner anstecken kannst? Das ist halt die Sache, wir brauchen noch irgendwas, wo wir so ein Zeug dann halt aufladen können. Das ist, ja, da kann ich vielleicht was davon. Ja, und das ist auch so eine Sache, oder? Later. Ja, genau. Irgendwas, wo du Zeug aufladen, so aufladen kannst. Das ist auch so ein Charging-Bett oder so was. Ja, da wäre halt mein Power, mein Energie-Cube-Boot. Damit kannst du Platten aufladen. Daran würde ich was denken. Und ein Calculator. Dafür braucht man Calculator. Nein, das wäre ein bisschen ziemlich hart, ne? Nee, wahrscheinlich nur Gold bei mir. Natürlich. Ja. Immer. 3,5 Tonnen Gold, ne? Ich brauch Gold. Davon 6 Stück. Meins kriegst du nicht. 6 Stück Gold. Ich überleg gerade, es würde sich wahrscheinlich so am einfachsten machen, in die Nether zu gehen und Nether Gold zu sammeln, weil das ja nicht funktioniert. Oder? Ja. Gibt's ein Rezept, mit dem man irgendwie Gold craften kann, hier irgendwie besonders? Dann wäre das weiter als unsere Alchemie in der echten Welt. Holy shit, bist du groß geworden. Ich hab grad einen riesigen. Ich wollte gerade sagen, Slime. Ich sehe den Kendrin Knight auch. Holy fuck, was hast du getan, Fanny? Ach so, ich hab hier gerade Erde abgebaut mit der Hand. Ja. Und der hat sich an der Erde, die ich geblockt habe, hat jetzt genährt und ist größer geworden. Ew. Disgusting piece of ich hab crap. Relativ gute und schlechte Nachrichten. Wir können in einem Induction Smelter einfach Dense Copper Ore schmelzen. Dann haben wir eine Chance, das Gold frei raus. Wir können auch normales Copper Ore schmelzen. Aber wir brauchen einen Induction Smelter. Goldi, ich hoffe, es ist 100%, dass wir Gold rauskommen. Ja, beim normalen. Also, wer einen Induction Smelter bauen möchte, lasst euch bloß nicht aufhalten, ihr Narr. Ich guck. Was? Ist das normal, dass deine Story einfach steht? Die habe ich auch noch nicht angemacht, da ich dran war, die Kisten auszuräumen. Achso, okay, ich wollte fragen. Aber im Grunde kann man die wieder anmachen. Wollt ihr mal nicht kurz umdrehen und ins Bett gucken? Ich werde dann gucken. Mit dir doch. DBS, 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 DBS. Was ist DBS? Das war's. Der weite Süden. Der weite Süden. Das war Spitze. Ja, unterschiedlich, was da was wird. Das macht man eigentlich nicht genug. Ich brauche. Baue eine Plattform, auf der ich Blutmagie wirken kann. Was? Goldi, wie haben wir nochmal Imva gemacht? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Was nicht mehr die geringste Ahnung. Habt ihr euch da. Wart ihr da vorhin nicht einfach irgendwie ziemlich verdutzt, dass ihr das habt? Ich bin aber der Meinung, wir haben einige Imva Ingots oder Imva Ohr auch, wenn es das gibt. Ich bin der Meinung, da haben wir irgendwie was in uns gefunden. Man kann sogar Imva herstellen. Ja, das habt ihr vorhin ja auch gemacht. Ja, wir haben nur keine Ahnung mehr wie, denn ihr habt alles reingestopft. Wirklich alles. Das wird mega kompliziert. Ach du Scheiße. Das ist halt die Sache hier an dieser Mod. Fuck, ich brauche Bambus von Biomes of Plenty, euer Scheiß. Ah nein, warte, ich kann normale Sticks benutzen. Oh mein Gott, danke. Ja, ich hatte ja, gerade so Angst. Das wird dann mal erstmal so angezeigt und dann switcht das so ganz langsam durch, wenn du gerade denkst, ach Scheiße und dann. Ja, das ist jetzt mal ist okay, dann kann ich arbeiten, ne? Aber vor, oh, fuck this shit. Haben, so, ich zieh das einfacher. Nicht Diamanten oder sowas bekommen, kann das sein? Nö, die Quarries haben meine zumindest ja, nicht wirklich. Das einfach. Hast du vorhin sogar schon mal gefragt, ja. Den hast du sogar gemacht, glaube ich. Was? Nee, gemacht haben wir den nicht. Den haben wir, glaube ich, entweder bei dem Super-Spawner gekriegt oder ich habe den im Kampf mit einer Valkyrie gekriegt oder sowas. Kurze Frage. Ja? Warum führt ein Mini-Wegchen
unserer geschlossenen Wohnung aus Glas auf eine Plattform aus Stein. Weil ich dort mein Pyrotheum einmal ausgeleert habe. Und nein, das ist keine Metapher dafür, dass ich pinkeln war. Gesundheit. Aber ich kann dir mal zeigen, was passiert, wenn man Pyrotheum aussetzt. Warte, ich brauch einen Eimer. Es ist urcool. Warte, gib mir einen Eimer. Irgendwer. Ja! Du brauchst gar keine Angst haben. Es ist nur gefährlich, wenn du drin stehen bleibst. Habe ich genug Pyrotheum drin? Ja, habe ich. Nice. Charlie, wo bist du? Komm zu dem Glasding. Okay. Ein Gold. Ha! Ein Gold. Ja, ich gucke. Guckst du? Ja. Und wo? Ah, auf der Sicherheitsplatz. Wo ist das Gold? Da. Guck mal! Bevor ich werde es laut. Pyrotheum! Es ist schnell fließende Lava, die 20 Herzen Schaden pro Tick macht. Alter. Sympathisch. Du bist instant tot. Ja, so ziemlich. Naja, du musst aber so sehen, es ist heiß genug, dass du damit Kohle schmelzen kannst. Nicht verbrennen, du schmelzt sie. Also, muss auch relativ warm sein, ne? Ich brauch ein Bucket. Da kannst du gleich meinen haben, wenn ich hier fertig bin. Wie auch dein High-Temperature-Furnace-Generator einfach noch rumsteht. Also, den kriegst du nie wieder. Das ist okay, brauch keinen. Ich hab das ganze Zeug umgelernt und ich denke, man traut mir eh keinen Eimer zu, nachdem ich gerade gesagt habe, was das Ding macht. Was kann ich denn weniger kosten? Du mit dem Eimer, vor dem ich Angst habe, eher du mit dem vollen Eimer, vor dem ich Angst habe. Ja. Als ob ich jemals einen leeren Eimer hätte. Wir haben gute Ansätze für sowas immer, ne? Ja, ich weiß nicht, das letzte Mal, dass nicht erwähnt wurde, war in Minecraft hier Minigames irgendwie. Wird es ein Uringeist? Tut mir leid! Es ist ein Uringeist, weil er weiß, wie Urin... Boom! Explosionen! Ja, der singt hier gerade ganz schief irgendeinen Wrecking Ball. Wie ihn zu Wunderschön! Ich habe ja Wrecking Ball mal in eine Parodie umgeschrieben, aber die ist, finde ich heutzutage, ich weiß nicht warum. Warum ich die geschrieben habe und was das für ein beschissener Text ist, aber naja, ich bin nicht sehr stolz auf die, deswegen. Singst du sie jetzt laut für uns? Warum? Weil sie scheiße ist und ich nicht gerade stolz darauf bin. Na und? Haben wir irgendwo klar? Ja, ich glaube in der Mob-Drop-Kiste ist ein Glasblock. Ich habe keine Ahnung, was er dort sucht, aber er ist da. In der Mob-Drop-Kiste. Ich hab ihn nur gesehen, ich habe ihn nicht reingegeben, okay? Ach, da ist Glas. So, wir brauchen Kotten. Oh, gib mir Kotten. Oh, ich geh doch ganz seit Gotten. Okay. Jetzt hab ich wieder schon vergessen. Egal. Irgendwas mit Kotten, Nigel. Darf ich mal jemanden pieksen? Nein. Mich jetzt nicht. Darf ich einen Eimer an dir ausprobieren? Nein. Ich baue unser Haus. Pieksen darf? Na. Musst du ihm Blut entnehmen, um da irgend so ihn zu klonen? Sacrifice Master kannst du nur dir selber benutzen. Ah, du ein. Du gehst hoch zum Altar, machst rechtlich auf den Altar. Und dann? Dann schneidest du dir selber die Hand, verlierst dein Herz und du hast ungefähr 2,5 Milliliter Blut drin. Es ist relativ ineffizient. Achso, ich brauch ja. Ja, man braucht. Das ist Hardwork. Ich zieh Hardwork. So, hat mir nach dem Reduction Smelter geschrien. Oh mein Gott, Skirty, ist das dein Ernst? Goldies workt nicht. Ah, ich komm gleich hoch. Ich glaube Goldie. Ja, schmelzt Kupfererz. Also wir müssen jetzt Kupfererz sammeln, Kupfer daran schmelzen, dann bekommen wir Gold raus. So, ach, gib das Messer mal her. Wir haben so viel Kupfer hier. Sephiroth! How did you do this? Wie man im Spiel crasht, das ist ganz einfach. Du nimmst das Messer und machst Shift-Rechtsklick und dann BAM, bist du tot.
Connection lost. Illegal stance. Ich bin ja, illegal. Da stand gerade Goldbergus died und dann Goldie left the, also Goldbergus left the game. Ich habe mich selber aus dem Spiel geopfert, ja. Was bringt das, wenn du dich jetzt da geopfert hast? 0,2 Milliliter Blut. Nein, ich habe alle meine 10 Herzen reingeleert. Also sie hat mehr als genug Blut fürs Erste. Hoffe ich. Wofür braucht sie das jetzt? Sie macht Blood Magic. Das heißt, sie macht die Art von Magie, mit der sie uns nach und nach umopfern Warte. Kann. Und uns unsere Innereien auf den Boden verteilen kann, wenn die langweilig ist. Es ist wirklich die böse Art von Magie. Also, und es ist auch wirklich nicht schwer, damit umzugehen, wenn man es mal ausgebaut hat. Es ist sehr einfach, damit ganze Städte niederzubrennen. Ja, und dann geht sie, nimmt sich einen Eimer, packt das ganze Zeug, was da gerade ausgeopfert wurde, in den Eimer rein und dann gießt sie den an deiner komischen Abgießstation dann auch weg. Das ist dann irgendwie Rache oder so. Das not work. Du Shift rechts klickst. Aua! Gib her! Warte, ich leere mich aus. Aguaro ja, bitte. Kennt es. Okay. Jetzt esse ich ein bisschen Brot und dann geht's weiter. Das Blut verdampft übrigens, also benutzt es. Goldie? Ja. Yeah. Was? Was war nochmal Induction Smelter? Ich hab keine Ahnung. Was brauch ich dafür? Ich hab keine Ahnung, du hast ihn doch gebaut. Für was hatten wir nochmal das gemacht? Damit wir Kupfer schmelzen können, damit Gold rauskommt. Ja, aber für welches Objekt? Weil wir generell kein Gold haben. Genau. Gold war das Ziel. Damit wir Zeug aus Gold bauen können. Weil wir alle kein Gold mehr haben, falls du es vergessen hast. Und vielleicht auch noch irgendwie eine zweite oder dritte Quarry oder sowas, die wir dann irgendwo anders hinbauen. Die kann ich dann nämlich direkt über einen Endertank dann auch mit meiner Energieversorgung noch bauen, weil ich habe extra einen dritten Endertank für sowas gebaut. Was ist? Wir werden bei Jeopardy, du musst aber deine Antwort auch komplett sagen. Was ist der Nether? Flut-Transponser. Was ist ein Flut-Transponser? Okay. Bailey, was glaubst du ist dein Flut-Transponser? Deine erste Antwort. Na Gott sei Dank, ich brauche noch einen Diamanten. Flüssigkeiten transponst. Ich weiß nicht, was Transponser bedeutet. Das klingt eher. Ich hätte jetzt irgendwie transportmäßig gedacht, aber das ergibt ja auch keinen Sinn. Sowas wie der Endertank mit Flüssigkeiten, obwohl man den Endertank auch nutzen könnte. Oh nee, dafür hab ich. 520 Punkte für Bailey! Echt? Ja. Ich brauche mehr Eisen. Auf jeden Fall. Weil ich brauche noch ein Objekt, also eine Sache dafür, um überhaupt das machen zu können. Weil nur Kupfer reicht nicht. Charlie geht handeln. Brauchst du Pyrotheum das? Brauchst du Sand? Was brauchst du? Das Problem ist, wenn wir den das nehmen. Ja. Ist natürlich schon nur 60. Sie gerade versucht, ihre Nahrung zu jagen. Ich brauche Zinnabar. Und wie macht man das? Das macht man, um wirklich hundertprozentig daraus was zu bekommen. Zinnabar-Ohr? Okay, da nicht haben wir. Davon? Ja. Wir brauchen den Flüh-Transporter. Und wir brauchen Glückskompensatoren! Oh, das wird mir wieder zu kompliziert. Glückskompensatoren! Das ist ja eigentlich nur ein Übersetzungsfehler. Fluxkompensator. Wirklich? Eigentlich sollte es Fluxkondensator sein. Und wie geil ist das denn? Aber macht ja auch 10.000 Mal mehr Sinn, ne? Ja, die haben das nämlich und einfach wie viel Capacitor und so halt Kompensator so übersetzt. Ich glaube, beim besten Willen nicht verstanden. Was? Einfach komplett gelassen. Was? Nett. Was hast du gesagt? Ich hab den beim besten Willen nicht verstehen können. Wie viel Du fragst die falsche Frage. Du möchtest fragen, wie viel kann ich machen? Ihr sagt die falschen Sachen. Bett klingt anders. Wie viel kannst du machen? Ich kann 18 machen, wenn ich das restliche Zeug noch hier rausfinde. Ah, okay. Muss einer mit schlafen kommen? Ja, Scourgey kommt gleich. Ach nee, dafür brauchen wir was anderes. Oh nee, das wird mir zu viel. Das ist Gold. Wir wollen Gold. Wir kümmern uns jetzt um Scourgey. Ja, nee, ich brauche Pyrotheum. Ja, nee. Das ist ja schön und gut, aber dafür brauchen wir trotzdem die Goldader. Das geht. Aber das bringt nichts. Und das Zinnabar ist mir viel zu kompliziert, weil wir einen Flut-Transponser brauchen. Okay, ganz kurz. Ja. Und der Flut-Transponser braucht Gelid Kryotym.
Grüte. Grüte. Und das kriegst du aus einem Squeezer, einem Magma. Lux-Kompensator. Das wäre so viel. Alles gut. Eine Smeltery. Aber dafür brauchen wir Kryote, um das. Nein, nein, nein. Das nein, haben wir nicht nein. Zufälligerweise hier drin. Weiß ich nicht. Wir können das Copper-Ohr einfach pulverisen. Dann haben wir auch eine Chance auf Gold. Stimmt, da kommt manchmal Gold. Aber nur raus. 10%, ne? So. Passt, wir haben den Pulverizer. Ich denke, der dürfte das relativ zügig auch hinkriegen. Silvanus, nein! Wer ist das? Keine Ahnung, das stand gerade. Text steht. Achso. Was ein Nappel. 10%. So, naja, besser als nichts. Ich Leute? Sagen, 10 ist besser als 0. Ja. Ich hab euch ja echt lieb, aber wer von euch ist motiviert, sich mit mir zu dieser Flachspflanze zu stellen und String rauszuziehen wie ein Trottel? Ich mach grad was anderes. Niemand liebt mich. Ich hab's verstanden, niemand liebt mich. Ist in Ordnung. Ich möchte erstmal irgendwie verhindern, dass sie nochmal irgendwie ein Creeper oder irgendwas spawnt. Das ist verständlich, das ist echt nett. Da unterstütze ich dich voll und ganz zu ungefähr 5%. Ich besorge Essen für uns. Haben wir immer noch eine höhere prozentige Chance auf Gold? Ja. Ist richtig! Was ist? You spin my head right. Goldie meinte doch, right, er unterstützt mich mindestens zu 5%. Haben wir immer noch auf Gold eine höhere Chance. Wer braucht schon Goldie, wenn er Gold hat, ne? Ja, ich merke das schon. Weißt du, ich stehe an dieser scheiß Kottenpflanze und reib sie einfach mit Knochenmehl. Also, gib mir Kotten, bitch! Reib die Kottenpflanze. Ich glaube, das hat mit der Kottenpflanze nicht funktioniert, oder? Scheiße, der spuckt schon die Items rum. Wer? Oh, geht's halt? Draconium Dust, okay. The start of something big. Was hat jetzt gerade das Ding jetzt rausgespuckt? Naja, die Kisten sind wieder einiger. Vollgelaufen. Ach, schon wieder. Und ich habe nicht drauf geachtet. Du hast Draconiumstaub bekommen? Ja. Nice, das ist sehr selten. Ich habe nie mich mit, ich glaube, der Wort heißt Draconium oder irgendwas in der Gegend gearbeitet. Aber man kann damit richtig geile Ausrüstung bauen. Und damit endet diese Folge Minecraft Resident Rise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und wenn ihr sehr viel Spaß hattet, dann tut mir doch den Gefallen und drückt diesen schönen roten Knopf, der dafür sorgt, dass ihr ganz viel von mir bekommt. Und falls ich euch nicht gefallen habe, aber der Rest der Haufen, wie immer solltet ihr hier am Ende dieses Videos wunderschöne Bilder von ihnen sehen. Klickt auf die drauf und ihr kommt zu ihrem Kanal. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen goldigen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dato, bye bye.